den blöden Riesen. Und hopp, 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 hopp. Ich mag euch gar nicht. Ich mag euch gar nicht. Und ich hau euch irgendwie weg. Wie weiß ich selber nicht. Aber irgendwie geht das schon. Irgendwie wird das schon was. Oh, da waren die verdammt nah schon. Ich bin schon verdammt rot, das ist nicht gut. Und hopp und jawohl. Ich darf mich nicht treffen lassen. Ich darf mich nicht treffen lassen. Und hopp, 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 hopp. Und komm, da geht doch der erste schon down, ich weiß es doch. Hey, are you here to help me? Please tell me you're here to help me. Let me guess, you're Corbin? You know your sister's been looking everywhere for you. Ich weiß, ich habe jetzt diesen Kampf nicht sonderlich gut kommentiert, aber ich war in Panik, ich hatte nichts mehr zu heilen und habe irgendwie überlebt. Wie hoch war mein Combo? Meine Güte. I had to hide in here with all those monsters around. Well, they're all gone, so you should be safe now. Are you hurt? Do you need help getting back home? I'm okay, I think. I know how to get home by myself. I come here lots, but there were never any monsters. Ja, und wir müssen uns mit dem einen Schlaukopf ein bisschen näher unterhalten, der dich hergeschickt hat. You'd better go while it's clear out there. I still need to get Mr. Gianni's laundry. I dropped it down there. And I don't want to get in trouble. Um den kümmern wir uns schon. No, Corbin. You go home. I'll take care of it. Oh, wow, thanks. Here, take this. You'll need it if you go down there. A white resonance gem. That should come in handy. Thank you. Now, go on. Hurry back to town. Resonanzstein? Seriously? We're going after that jerk's laundry? We're going on a laundry quest? Ja, ich mag sie und wie sie Leute definiert. I wouldn't want Gianni blaming that poor kid for what's happened. Come on, we'll kill some monsters on the way. It'll be great. Du klingst schon fast wie Lorena Zorro. Na ja, gut, ihr seid beide Schwertkämpfer, das verwundert also nicht mehr unbedingt. Ja, ich will da unbedingt runter. Ich hab nichts mehr zum Heilen, verdammt. Du hast Corbin gerettet und ihn sicher nach Hause gebracht. So, und jetzt zu Giannis Wäsche. Warum wollte ich nochmal hierher? Kann mir das jemand erklären? Ich weiß es nämlich nicht. Und wieso überschreibe ich ausgerechnet diesen Sprecherstand? Auch das weiß ich nicht unbedingt. Ja. Au! Fidget, is something wrong? Oh oh. Das sieht nach muted aus. She's been silenced dust. While in this state, she would be unable to cast her projectiles. Verdammt. Fortunately, the effect is only temporary and will fade over time. Oh, verdammt. You mean Fidget can't talk now? At all? That's terrible. Really awful. Not sure how I'll get by. So gern ich das ebenfalls habe. Wir brauchen ihre Geschosse. Oh, nicht beleidigt sein, meine Süße. Ach, verdammt. Nein. Bisschen Heilung vonnöten. Ich hole mir immer mehr von den Pappenheinis.
Boah. Alter Schwede. Irgendwie stehe ich da schon durch, da bin ich mir sicher. Eieieiei. Hopp und komm, da der eine, der könnte drauf. Jawohl. Und guck mal, jetzt habe ich hier das für dich. Oh. Well, here's where Corbin dropped the basket. Might as well return it for him. Do mine eyes deceive me? Or did he accidentally drop it near a poison ivy bush? Fidget, what's going on in that twisted little brain of yours? Genau dasselbe wie in meinem. Nothing, nothing. I'm just saying. Wouldn't it be a shame if some poison ivy fell into his basket? You know, completely by accident. Or, you know, not. You are positively evil, Fidget. But... nein, das wäre zu grausam, so gern ich auch würde. Doch diesen Gift-Sumach hat Giannis verkommene Seele mehr als verdient. Ich bin ein böser Mensch. Good, good. This'll show that meanie not to push poor little kids around. Hm? You said it. But remember, if we get caught, I'm going to blame you. Ich auch. Fine, whatever. With pleasure. That meanie, he's just lucky I don't foreclose on his face. Ja. Die Übersetzung ist teilweise nicht ganz so gut gelungen, aber okay. What? You know, it's like he didn't pay the mortgage on his face. Then I bite it off. Foreclose. Okay, never mind. Ja. Genau. Dieser Explosions... diese Bombenfrucht... Au! Haben wir aber was abgekriegt? Ich glaube nicht, ne? Ne, wirkt nicht so. Ich glaube, du spinnst ja wohl. Ach, das Ding heilt uns nur bis zu einem gewissen Grad, ne? So, komm mal mit. Danke. Ach ja. Explosiver Spaß. Ah, ja gut, jetzt muss ich's hier nochmal hindocken. Na ja, toll. Offenbar haben wir, heißt das blaue Ding wirklich irgendwie sowas wie alles ergründet. Weil das sieht zumindest jetzt so ein bisschen... verdammt. Das sieht gerade so ein bisschen danach aus. Noch, Mann. Ich komm doch. Jetzt keine Moves mehr hier. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Jawohl. Oh, wir haben wieder ein Waldhuhn. Aua. Yay. Ah, offenbar können wir hier immer so durch. So. Noch ein Versuch? Jawohl. Explosiver Spaß. Aua. Hat es uns getroffen? Ich glaube nicht, ne? Ja, diese kleinen... Luftballons, ne? Komm noch her. Au. 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 Das, au. Au, au. Das tut weh. Da sind wir zu nah an die Explosionskette dran gekommen. Ganz eindeutig. Oh. Wir prügeln uns hier den Weg frei. Yay! Und zwei neue Hühnchen. Oh, das Hühnchen ist das Einzige, was wir gerade auf die Leiste legen können. Verdammt. Gut, alles haben wir nicht ergründet. Da gibt es noch diese schönen Schlüsselchen, die wir aber wahrscheinlich erst einsacken können. Bringen wir doch mal die Wäsche zurück. Die wir wahrscheinlich erst einsacken können, wenn wir... was wollte ich sagen? Oh! Oh, hello again. Thank you so much for helping me before.
Wenn wir diesen Move gelernt haben, womit wir wahrscheinlich so tiefe Passagen durchrutschen können. You're welcome, Corbin. Just be a little smarter next time, alright? It's too dangerous out there for a kid like you. And don't worry about Gianni. I'll sort him out. Yeah, like the laundry! Yes, Fidget. Like the laundry. Yeah, Fidget. Okay, okay. Thanks again. You know, you're a pretty good fighter. Well, I... You're so strong, I'll bet you'd have no problem getting a 1,000-hit combo. Of course he wouldn't. He could do it in his sleep. Sleep combo! Hallo? Fidget, calm down. Yeah. Whoa. Do you really think you could do it? Actually, I've already done that. Yep, gegen die beiden Riesen, die dich eingebunkert haben. I knew you could do it, Dust. Someday, I'm gonna be just as powerful as you, and then I'll be able to get a 1,000-hit combo. Well, let's hope you never have to. Ja, das eine Welt, wo Kinder kämpfen müssen, ist nicht schön. Yeah, believe me, hitting 1,000 takes a while. I should know. Naja, kommt drauf an, wenn man ein bisschen deine Power nutzt und starke Gegner hat, dann... Oh, should you? I've gone 1,000 hit combos. I get them all the time. Forever. Tatsächlich hat sie sogar teilweise recht damit. Yeah, of course you do. Come on, time to go. Kombobrecher. Es würde Corbin gefallen, wenn du eine 1000er Trefferkette erreichen würdest. Hast du es drauf? Du hast die Trefferkette erreicht. Corbin wird sich freuen. Ja, Corbin hat sich wirklich gefreut. Mission abgeschlossen. Krass, wir haben sie tatsächlich schon abgeschlossen gegen die Riesen, ne? Toll. Nee, halt. Nee, da. Genau, jetzt wollten wir Dings wegbringen. Wird's hier dunkel? Nee, neblig. So ein bisschen dieses Wetter hat jetzt hier gerade so eine Gruselatmosphäre. Ah, schön hier. Wäre die Madame nur nicht so zickig. Zickig. Ach nee, das ist der falsche. Wo haben wir den? Ach, der kommt hier drüben, genau. Na? Alright, Gianni, let's talk. Would you mind telling me why you have a child running errands outside the village with monsters around? Well, I certainly can't be running around outside myself. Those monsters, they are dangerous. So, where is that Corbin brat? He's lucky I'm the patient type, and I didn't report his laundry thievery to the guards. Well, after rescuing him, we sent him back to the village. Rescuing him, you say? Is he all right? Yes, he'll be fine. A bit shaken up, but... Fine, fine. And what of my laundry? Surely, after all that time he spent out there, it must be cleaned by now. Yeah, Gianni, here. Take your laundry. But you're never going to ask Corbin to leave the village again. Do you understand? Well, when you put it so threateningly, I suppose I have little choice in the matter. Geh das nächste Mal selbst. Wobei dich suchen wir wahrscheinlich eher nicht. Good. For your sake, you should hope we don't have to talk again. Believe me, I will avoid it if I can help it. Ja, aber wir finden dich trotzdem, wenn du Mist baust. You know what? I kinda hate this guy. And I would just love to maul his face off. Du und dein Gesicht abbeißen. Manners, Fidget. It's what separates us from the animals. Ihr seid anthropomorphe Tiere. Damit seid ihr Tiere. Nur menschenähnlich. Aber okay, ich wollte es nur mal gesagt haben. So, die Mission haben wir auch abgeschlossen. Du hast dich um Giannis Wäsche gekümmert, bring ihm den Korb ins Dorf Aurora zurück. Gut, dann reden wir nochmal mit der... Nochmal mit der Schwester... The little Schwester. So.